Tipps wie leg doch einfach dein Handy weg und mach ein App-Limit rein, kennen wir alle. Aber helfen sie uns wirklich? Meiner Erfahrung nach nicht so richtig. Denn ich bin auch eine Person, die viel zu lange am Handy ist. Gerade weil ich ja auch hier YouTube-Videos drehe und viel auf Social Media mache, um mit euch die ganzen Lerntipps, die ich hier habe, zu teilen. Und deswegen bin ich ziemlich oft am Handy und eigentlich leider aber auch zu oft. Und habe schon öfter Wege gesucht, wie ich meinen Handykonsum ein bisschen reduzieren kann. Habe das mittlerweile auch geschafft. Und das sind teilweise aber ganz andere, coole Arten. Und nicht diese konventionellen Tipps, die wir sonst vielleicht kennen, wie leg einfach dein Handy weg. Was auch helfen kann, klar. Aber heute möchte ich ein paar mehr außergewöhnlichere Tipps mit euch teilen. Als allererstes müssen wir ein Inventar davon machen, wann wir am Handy sind. Denn ganz oft sind es Situationen, in denen man es eigentlich gar nicht braucht. Bei mir ist es zum Beispiel morgens nach dem Aufstehen. Ich möchte erstmal meine Nachrichten checken. Nicht, weil es wirklich wichtig ist, was da reinkommt, aber weil ich irgendwie denke, ich würde was vergessen. Und ich erfahre diese FOMO, also Fear of Missing Out. Und das Ding ist, dass dieses System, dieses Prinzip, das nennt man auch Habit Stacking, also wenn man Gewohnheiten aneinander stickt, auch funktioniert bei negativen Gewohnheiten. Ich habe Habit Stacking ja schon oft empfohlen bei positiven Gewohnheiten, wenn es darum ging, wie wir neue Systeme etablieren können. Aber das geht eben auch in die negative Art und Weise. Das heißt, wenn man zum Beispiel sagt, immer aufwachen wird gekoppelt an dann ans Handy gehen, ist natürlich etwas, was nicht ganz empfehlenswert ist. Gleichzeitig können wir aber auch Habit Stacking dann wiederum für uns nutzen und einfach sagen, wir stacken ein neues Habit, also eine neue Gewohnheit an die alte Gewohnheit. Und da ist es ganz wichtig, erstmal seine Systeme zu kennen und zu wissen, wann man am meisten am Handy ist. Das heißt, schreib dir erstmal alle Auslöser und Muster auf, wann du die meiste Zeit auf Social Media verbringst, beziehungsweise am Handy. Ich benutze das Ganze jetzt so ein bisschen synonym, wobei ich eigentlich eher das nutzlose Scrollen auf Social Media meine, wenn ich sage, mein Handykonsum. Natürlich gibt es auch einige Dinge, die echt wichtig sind auf meinem Handy und wofür ich sehr dankbar bin. Generell, ich bin ja nicht gegen Handys oder so, ich bin nur dafür, dass wir trotzdem das Ganze ein bisschen achtsamer machen, um das mal klarzustellen. Wenn du also weißt, eigentlich brauchst du gar nicht wirklich dein Handy, sondern du brauchst, bezogen auf deine Nutzungsgewohnheiten, eigentlich nur einen Energy Boost oder du hast nur Langeweile und willst irgendwie diese Langeweile verdrängen, dann kannst du jetzt deine Nutzungsgewohnheiten ändern, um einfach diese Ursache und das, was du eigentlich brauchst, anders zu kriegen und anders zu erfüllen als mit dem Medienkonsum. Und da kommen wir dann auch schon zum zweiten Punkt, der da ist, dass du dir neue Aktivitäten überlegst für diese Auslöser. Also wenn sozusagen wieder der Reiz kommt, dass du an dein Handy gehen möchtest, kannst du ja so eine Liste haben mit Dingen, die dir stattdessen auch helfen können. Wenn du zum Beispiel eigentlich nur auf TikTok gehst, weil du so einen Energieboost haben möchtest und dich gut fühlen willst, kannst du ja versuchen, stattdessen vielleicht mal rauszugehen, Spaziergänge zu machen mit deinem Hund, mit Haustieren zu machen, um Freunde anzurufen. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Ich habe auch schon Videos gemacht bezüglich Tipps gegen Langeweile oder generell coole Aktivitäten, die man machen kann, auch gerade jetzt im Sommer. Könnt ihr euch ja gerne angucken und dann auch so eine kleine Liste schreiben mit Dingen, die ihr dann einfach ausführen könnt. Und das ist auch wichtig und hilfreich, denke ich, wenn man dann in der Situation ist und gerade schon dabei ist, ans Handy zu gehen, fängt man nicht an zu überlegen, was kann ich jetzt unterdessen machen, sondern man muss wirklich diese Liste, finde ich, schon prepared, ready haben, dass man direkt eine Sache aussucht und schon gleich die Lust verspürt, das dann auch auszuführen. Das hilft mir zumindest immer total. Drittens, das habe ich auch schon mal in einem Vlog von mir erklärt, wie ich das genau mache, und so nenne ich dieses Prinzip, nenne ich, wenn das, dann das. Und das habe ich jetzt bei einigen Handy-Apps oder Handy-Nutzungen angewandt. Und zwar mache ich das so, dass ich mir sage, wenn ich eine bestimmte Sache mache, dann mache ich auch das. Also wenn das, dann das. Beispielsweise kann man das verknüpfen, indem man sagt, wenn ich Netflix gucke, dann muss ich dabei aber auch die Wäsche machen. Beziehungsweise, wenn ich die Wäsche mache, darf ich dabei Netflix gucken oder so. Dass man quasi diese eine Sache mit was anderem verbindet und wenn man nicht nur unachtsam Netflix guckt über mehrere Stunden hinweg, sondern wirklich eine andere Aufgabe daran bindet. Auch hier wieder ein paar Disclaimer. Natürlich sollte man sich nicht zu stark regulieren. Das ist auch nicht gut. Gleichzeitig sollte man auch nicht für jede schlechte Aufgabe irgendwie eine Excuse finden. Ich glaube, da macht es wirklich die Balance, dass man das gut für sich irgendwie arrangieren kann, dass es dir hilft, aber trotzdem nicht toxisch wird. Ich mache es zum Beispiel immer so, dass wenn ich mir ein YouTube-Video angucke, was nicht so ganz visuell ist, sondern eher so ein Laber-Video wie meine Videos teilweise, also eher so Podcasts oder so, die auch länger gehen, dass ich dabei dann immer aufräume. Also wenn ich ein langes Video gucke, dann räume ich dabei auf. Und das bringt dich auch erstmal in Aktion generell. Weil dadurch, dass du dann aufstehst und anfängst aufzuräumen, auch wenn es halt nur 10 Minuten aufräumen ist, es bringt dich in Aktion und es bringt dich dazu, auch mehr zu machen, weil du ja schon den Anfang überwunden hast. Und dann bist du recht motivierter, noch mehr zu machen. Vierter Punkt ist, gemeinsam durchzuziehen und das Handy auch mal zu Hause zu lassen. Ich merke das ganz krass bei meiner besten Freundin, wenn ich bei ihr bin.
sind wir fast gar nicht am Handy. Das liegt daran, dass sie auch eine Person ist, die darauf achtet, also auf ihren Medienkonsum und nicht so viel im Handy sein möchte. Und auch, weil wir halt so viele coole Dinge zusammen machen, wofür wir unser Handy eigentlich auch nicht brauchen, außer vielleicht für Fotos oder so. Und ich merke vor allem bei ihr, dass ich halt, wenn ich mit ihr rausgehe, mein Handy mal einfach zu Hause lasse, weil es einfach unhandlich ist, es mitzunehmen, weil ich es auch nicht brauche. Und das ist der Punkt. Man kann ja versuchen, das Ganze gleichzeitig und gemeinsam durchzuziehen. Das hilft auch, weil dann hat man nicht mehr diese FOMO, also nicht mehr diese Fear of Missing Out. Weil du weißt, du verpasst ja gerade nichts, weil du bist ja mit Leuten oder mit einer Person, die das ebenfalls verpassen würden. Du hast ebenfalls tolle Zeit, also dass du eigentlich nichts anstattdessen hättest machen sollen oder machen sollst. Und der nächste Punkt, den ich hier halt auch schon angesprochen habe, ist das Handy einfach mal zu Hause zu lassen. Es hat diesen Beigeschmack von, mach dein Handy doch einfach aus und leg es weg. Und ich finde, das klingt immer einfacher als getan. Das klingt einfacher gesagt als getan. Aber wenn du es wirklich strikt zu Hause lässt, während du rausgehst, ist es halt einfach so, dann kannst du es ja auch nicht benutzen. Ich bin ja, wie ich ja schon gesagt habe oder angehört habe, nicht so ein Mega-Fan davon, das komplett jetzt einzuschränken, weil ich mir natürlich den Vorteilen von Social Media und von einem Handy bewusst bin. Deswegen glaube ich, ein achtsamer und gesunder Konsum ist da viel besser, als das gänzlich zu regulieren. Aber auch mal so als Social Media oder Handy-Medien-Detox kann es auch hilfreich sein, für einige Zeit, das Handy mal zu Hause zu lassen, gänzlich. Was ich auch sehr gerne mache, wenn ich lerne oder arbeite, wie auch jetzt gerade, mache ich einfach meinen Flugmodus rein und WLAN aus. Dann erreicht mich nämlich keiner. Ich habe mein Handy aber trotzdem da für andere Apps, wie zum Beispiel Wecker oder meine Time-Tracking-App, dass ich halt bestimmte Dinge noch benutzen kann, bestimmte Features, aber mich einfach keiner erreicht. Und ich finde es unglaublich meditativ und schön, wenn ich weiß, wenn mir Leute das schreiben, bei WhatsApp haben sie nur diesen einen Haken. Sie wissen, ich bin nicht erreichbar, sie wissen, ich mache gerade irgendwas, was relevant ist und vielleicht wichtiger ist als ihre Nachricht. Und das finde ich gut, weil dann bin ich irgendwie auch ein bisschen entspannter, weil ich weiß, okay, wenn sie mich anrufen und die Mailbox geht ran, dann wissen sie, ich kann gerade nicht. Und es nimmt mir auch so ein bisschen den Druck weg, als wenn eine Nachricht reinkommt und ich mir denke, oh mein Gott, ich muss sie jetzt beantworten, weil ich ja weiß, dass sie eigentlich merken können, dass ich nicht erreichbar bin. Vielleicht ist es nur so ein Ding von mir, keine Ahnung, vielleicht denke ich es auch noch nicht, vielleicht achten Leute nicht darauf, aber ich persönlich schon und deswegen hilft mir das immer sehr. Übrigens, falls ihr euch fragt, was hier immer schon so schön gelb leuchtet, das hier ist das iPhone 14 von Apple. Das hat mir Apple letzterweise zugeschickt, benutze es jetzt schon seit dem Anfang des Jahres und bin mega zufrieden damit. Denn wie ich ja gerade schon gesagt habe, das Handy ist sicher tendenziell etwas Schlechtes, es ist sehr gut, ich habe es sehr gerne, ich bin froh, dass ich es habe. Ohne Handy würde es mir, glaube ich, viel schlechter gehen als mit Handy wahrscheinlich. Aber ein gesunder Konsum ist wirklich essentiell. Und der sechste Punkt ist Time-Tracking. Habe ich ja gerade schon kurz angedeutet, vielleicht haben sich einige gefragt, was ist Time-Tracking? Ja, Time-Tracking ist das Zeitmessen, die man mit bestimmten Dingen verbringt. Das mache ich mittlerweile seit 3 Jahren und ich habe seit 3 Jahren fast jede Sekunde meines Lebens mitgetrackt, was ich immer so mache. Und das Ganze kann ich immer Ende des Monats auswerten. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass und toxisch, ist es aber gar nicht. Also es stresst mich null, es macht mir gar keinen Druck und gibt mir keine negativen Gefühle, es hilft mir eigentlich nur, so einen Überblick zu bekommen über die Dinge, die ich halt mache in meinem Leben und wie viel Zeit sie eigentlich kosten. Und ich habe dazu schon ein ganzes Video gemacht, was ihr euch gerne angucken könnt, verlinke ich in der Infobox. Und des Weiteren verlinke ich euch auch noch hier ein Video mit Ideen, die ihr statt dem Handy machen könnt. Da habe ich mich auch schon mega viel mal für euch zusammengestellt. Und ich glaube, das ist das perfekte Video nach diesem Video hier. Guckt es euch gerne an und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss! Und vergesst nicht zu abonnieren für mehr Tipps natürlich.